Werner, eure Kernzielgebiete kennen die Leute, Malediven, Ägypten und so weiter. Bali seid ihr dick drin, ihr habt aber noch Nachwuchs bekommen. Erzähl mal. Ja, es war ein ganz spannendes Jahr. Wir haben 3 Tagschulen neu aufgemacht, das Jahr in Fuerteventura, Zypern und natürlich der absolute Oberhammer im Französisch-Polynesien. Die Insel heißt Vakarawa, hat in Deutschland noch kaum jemand gehört. Das ist etwa 2 Flugstunden weg von Tahiti und dort haben wir eine Tauchschule übernommen. Wir waren die Hauptleute von uns, inklusive mir, waren dort selber unten tauchen. Und nachdem wir gesehen haben, dort gibt es nicht nur wie in unseren guten Grauhaistellen auf den Malediven, wo es 20, 30 Grauhaie gibt, dort ist im Nord- und Südkanal 300, 400, 500 Grauhaie bei jedem Tauchgang, haben wir gesagt, das interessiert uns, da machen wir eine Tauchschule auf. Wir haben das uns schon den ersten Leuten vorgestellt, wir haben die Videos dazu da, kann man im Internet abrufen und die Leute sind begeistert. Sehr viele Anfragen, also ich denke, von dem, was ich kenne, das weltbeste Grauhaigebiet. Es gibt aber nicht nur Grauhaie dort, es gibt so das übliche Gedöns in den Kanälen, wie Mantas, wie Napoleonfische, es taucht auch mal ein Silberspitzenhai auf, es tauchen auch mal Longimanus auf, wir haben ja schon Tiger gesehen. Also was Haie betrifft, unglaublich. Ich kann das nur bestätigen, also ich war auch begeistert von der Südpassage speziell. Das Ganze hat nur einen großen Haken, es ist ja nicht so ein Nahziel, sondern man ist ja doch eine Ecke unterwegs, bis man da ankommt. Wie ist das vom Preis her angesiedelt? Ist das jetzt so Malediven-Niveau, Bali-Niveau oder ist das jetzt wirklich das obere Ende? Französisch-Polynesien ist ja eigentlich schon seit 20 Jahren dafür bekannt, dass es nicht das preisgünstigste Ziel ist. Aber die Leute fangen langsam an umzudenken. Also in dem Hotel, wo wir sind, das ist das einzige Hotel in Vakarawa im Übrigen, was ich Hotel nennen kann. Ich würde so ungefähr bei 3,5-4 Sterne ansiedeln. Sind wir bei Halbpension etwa bei 130, 140 Euro pro Tag. Also das ist nicht mehr schlimm. Ist durchaus Malediven-Niveau. Flug ist natürlich teurer. Also sagen wir mal, ich würde im Preis etwa so liegen wie bei einer mittelteuren Malediven-Insel, jetzt ohne Luxusinsel. Aber mit allem drum und dran, 14 Tage, muss ich ja um die 5.000 Euro muss ich rechnen, ja. Wie ist das von der Jahreszeit? Gibt es da bestimmte Zeiten, wo man sagt, da geht es gar nicht oder ist das Ganzjahresziel? Es sind ja prinzipiell eigentlich die Tropenziele Ganzjahresziele. Malediven ist eigentlich auch das ganze Jahr. Die beste Zeit aber, wo mit Sicherheit dann keine Taifune mehr da sind, das dürfte von April bis Ende November sein. Ja, dann wünsche ich euch sturmfreie Zeit und bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Naja, wir sehen es halt jetzt hier auf der Messe, wir stellen es vor, ne? Ist ein Joint Venture zwischen Werner Lau und Extra Divers. Wir vertragen uns gut da unten und wir machen beide die gleiche Erfahrung, das Interesse ist riesig. Alles klar, Dankeschön.